Guys, where are you from? Guys, where are you from, man? Where are you from? I'm from Morocco. Morocco, nice. Nice to meet you. Sterben alle als erstes, lachen mich aus, wenn ich sterbe, Digga. Der redet die ganze Zeit so. Where are you from? From Morocco. Digga. Bruder. Er hatte sein Mikro im Mund. Ja, ich hätte ihm auch gerne auf Marokkanisch gesagt, Bruder, das Mikro gehört nicht in den Mund, sondern davor. Besser ist, dass du so redest über Marokko. Nee, Marokko ist schön. Also allgemein gibt es nichts Negatives für mich über Marokko. Lol. Über Marokko zu sagen. Wir zocken hier. Also, das möchte ich nochmal ganz kurz gesagt haben. Wir zocken. Bruder, was ist denn da jetzt los? Ach, die Kamera, Digga, Bruder, egal. Also, hört mir mal jetzt ganz aufmerksam zu. Das ist ganz wichtig, okay? Wir zocken hier mit random Leuten. Das heißt, die sitzen privat zu Hause, haben weder was mit YouTube, mit Twitch zu tun, noch was. Das sind ganz normale Menschen. Man weiß nicht, ob das kleine Kinder sind, erwachsen. Ist scheißegal, okay? Und ich möchte nicht, und ich denke auch, dass fast jeder das verstehen wird, aber ich sag's jetzt nochmal. Ich möchte nicht, dass ihr die auf dumm irgendwie anschreibt, ey, du bist bei Montana, bla bla bla. Und auch nicht beleidigt oder so. Weil wenn das der Fall ist, dann können wir das gar nicht mehr weitermachen. Weil das gehört sich einfach nicht. Das ist einfach unnötig. Ansonsten muss ich wirklich in Zukunft, wenn man das macht, deren Namen verstecken. Und da muss man auch ganz klar sagen, dass ich auch weiß, dass zum Beispiel Twitch auch keine Lust hat, dass Leute wegen mir beleidigt werden. Das heißt, als Beispiel jetzt, das ist natürlich nochmal komplett was anderes, aber als Beispiel, wenn ich jetzt im Stream sagen würde, yo, schreib demjenigen mal ein paar Hate-Nachrichten, dann würde ich dafür mit großer Wahrscheinlichkeit auf Twitch gebannt werden. Das mache ich natürlich nicht, aber ich habe trotzdem keine Lust, dass irgendwelche Arschlöcher die beleidigen. Ganz einfach, habe ich keine Lust zu, Digga. So, ich muss mal kurz testen. Ich mache jetzt einfach mal kurz nur einen Test. Ja, über der, stimmt, über den Charakteren ist ja auch der Name, ne? Nee, Livestream, ich werde heute, Hut aus, ja, aber wir werden es einfach so machen, Livestream. Das hat extrem Spaß gemacht und ich werde es auch gerne in Zukunft machen, aber wir werden es für heute sein lassen. Ich werde das absprechen, oder ich werde das besprechen mit Twitch und mit Fortnite, denn ich habe keine Lust, und das kann jeder verstehen, ich habe keine Lust, dafür Ärger zu bekommen. Ich weiß, viele Streamer machen das auch, aber ich möchte mir erstmal ganz kurz die Sicherheit holen. Und wenn ich die Sicherheit habe, dass ich dafür keinen Ärger bekommen kann, dann können wir es gerne machen. Warum soll das verboten sein? Orange Tea oder Orange Tea. Es geht nicht darum, ob es verboten ist oder nicht. Aber du darfst nicht vergessen, Real Talk aus dem DX Racer jetzt nochmal für euch. Du darfst nicht vergessen, ich bin der mit... Oder nein, ich bin in Deutschland der größte Streamer. Und die deutsche Community ist sehr geil. Die deutsche Community unterscheidet sich aber auch nochmal zu anderen Communities, also vom Land zu Land. Denn in der deutschen Community sind auch sehr, sehr viele Arschlöcher unterwegs, die jetzt gerade in dem Moment meinen Stream nur schauen, weil sie hoffen, dass ich irgendwas sage, wofür sie mich melden können. Es gucken gerade 40.000 Leute gerade zu. Und ich kann jetzt selbst sagen, mindestens 100 Leute schauen gerade mich. Die mögen mich gar nicht. Ihr mögt mich nicht. Ihr wartet nur darauf, dass ich irgendeinen Fehler mache, damit ihr mich melden könnt. Denn ihr müsst euch das so vorstellen. Damals, dieses Thema mit, ich zitiere jetzt, ich hasse Regen, war dumm von mir, habe ich draus gelernt. Mache ich nicht wieder. Dass es jemand gemeldet hat, okay. Aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe damals zu einem Fortnite-Skin, ich zitiere jetzt, aber ein bisschen umgedreht, dies, das, habe ich irgendwas in Richtung Auge und Schlitz gesagt. Ich weiß nicht mehr ganz genau, was auch nicht erlaubt war, dafür habe ich Ärger bekommen. Ich habe, wie gesagt, jetzt auch nur zitiert und es nicht ernsthaft gesagt. Das ist erlaubt auf Twitch, ich habe es nur zitiert. Und ihr müsst euch vorstellen, in dem Moment, wo ich das gesagt habe, saß jemand an seinem Laptop oder an seinem PC und hat sich gedacht, huch, der hat gerade das Wort zu einem Fortnite-Skin gesagt. Heidewitzka, das melde ich Twitch. Aha, gemeldet. Es kann natürlich wirklich jemand sein, der, was weiß ich, vielleicht aus China oder Korea oder whatever, der kommt aus diesem Land und lebt jetzt in Deutschland beispielsweise und wurde in der Schule extrem gehänselt, auch mit so einem Wort, und hat sich wirklich wegen dem Wort angegriffen gefühlt. Dann tut es mir auch leid. So ist es nicht. Aber in den meisten Fällen beschweren sich Leute darüber, weil sie Langeweile haben. Ob ich das jetzt gut finde oder nicht, ist scheißegal. Aber ihr dürft nicht vergessen, und das ist der entscheidende Punkt, dass ich als größter Streamer Deutschland, und das ist ein entscheidender Punkt, weil es schauen mir super viele Leute zu, es immer Leute gibt, die nur darauf warten, dass ich irgendetwas eventuell mache, für das ich Ärger bekomme.
Da habe ich früher einen Fick drauf gegeben. Mittlerweile gebe ich da keinen Fick mehr drauf. Auch wenn es echt ärgerlich ist, dass man auf diese 1% nicht mal mehr achten muss als auf andere, muss ich mich an gewisse Spielregeln halten. Und in dem Fall kann jeder unter diesen Voraussetzungen es verstehen, dass ich mich erstmal mit Fortnite und Twitch kurz einmal connecten möchte und die fragen möchte, ey, ist das so in Ordnung? Weil es könnte sein, dass ja auch Leute, die meinen Stream schauen, diese Leute anschreiben und beleidigen. Und wenn die zu mir sagen, ey, nee, das ist eher nicht korrekt, dann lasse ich's, weil ich einfach keine Lust habe auf unnötigen Stress. Ich habe genug Stress gehabt. Aber das kann ja immer sein. Natürlich Big Mac, aber ich denke, du verstehst mich trotzdem. Oder hast du Bock, Big Mac, Digga, dass ich wegen sowas auf... Ich weiß es nicht, aber hast du Bock, dass ich wegen sowas einen Monatsbann bekomme? Beziehungsweise eventuell sogar dauerhaft gebannt bin? Hab ich keinen Bock drauf? Habt ihr auch keinen Bock drauf? Glaube ich. Da hat niemand Bock drauf. Safety first, so sieht's aus, Digga. Ungeklont, danke für 5 verschenkte Community-Subs. Und der Fraps hatte vorhin auch Subs nochmal verschenkt. Auch da danke. Ne, das ist halt einfach das Ding. Ich möchte euch nochmal ein Beispiel bringen. Das ist jetzt nur random. Ich werde weder einen Namen sagen, noch werde ich auf irgendwas eingehen. Das ist jetzt kein aktueller Fall, dies, das. Ich möchte euch nur mal ein Beispiel geben, den ich von Twitch kenne. Jemand hat beim Zocken mal jemanden Schwuchtel genannt. Ich zitiere jetzt, wie gesagt, nur, was er gesagt habe. Ich distanziere mich von Schwulenfeindlichkeit etc. Er hat ihn Schwuchtel genannt beim Zocken und hat dafür einen Monat, glaube ich. Ich bin mir gar nicht mehr sicher, wie lange das war. Ich glaube, einen Monatsbann bekommen. Ob das jetzt gerechtfertigt ist oder nicht, das steht nicht zur Debatte. Twitch macht die Regeln. Twitch macht die Regeln. Aber ihr müsst euch vorstellen, dass in dem Moment jemand vor seinem PC saß und die Person gemeldet hat dafür, dass er dieses Wort gesagt hat. Ist kritisch halt, weißt du, wie ich meine? Das ist kritisch einfach. Natürlich distanziere ich mich von jeder Schwulenfeindlichkeit. Ihr wisst selber, ich habe 0,0% irgendwas gegen Homosexuelle oder Leute, die ein anderes Geschlecht lieben oder allgemein irgendwie. Also mir ist es egal, ob ihr hell, dunkel, whatever seid. Es ist mir alles egal, weil letztendlich am Ende des Tages sind wir alle Menschen, ganz normale Menschen. Und insofern ist mir es auch egal, ob du einen Mann liebst oder als Frau eine Frau. Ist mir doch egal. Ist doch mir doch egal. Du kannst doch machen, was du willst. Und wenn man dann solche Wörter sagt, heißt es ja nicht immer gleich, dass man dann im Umkehrschluss auch wirklich jemanden damit angreifen will. Ich kann aber natürlich verstehen, dass sich dadurch Leute angegriffen fühlen. Auch ich lerne nie aus und muss mich dann anpassen. Aber nichtsdestotrotz möchte ich heute euch einfach nur mal damit verdeutlichen, wie empfindlich manche Sachen sein können auf Twitch. Und überleg mal, wie oft ich früher in dem Stream irgendwie eine Beleidigung getätigt habe, wo irgendwas mit einer sexuellen Orientierung drin war. Gar nicht, weil ich diese sexuelle Orientierung beleidigen wollte, denn mich stört das überhaupt nicht, ob du einen Mann liebst oder eine Frau, oder es ist mir völlig egal. Aber es ist halt einfach ein Schimpfwort, oder ich nutze dieses Wort auch privat als Schimpfwort, aber nicht, um damit meine Schwulenfeindlichkeit auszudrücken, denn ich bin nicht schwulenfeindlich, sondern es ist einfach ein Wort von vielen, was man als Schimpfwort verwenden kann. Holger kennt ihr alle? Holger, mein Kollege. Sein Bruder ist schwul. Sein Bruder ist schwul. Den kenne ich schon ganz, ganz lange. Schon seit wir kleine Pupsis sind, kenne ich den so gefühlt. Ein ganz liebes Kerlchen. Ja, wirklich ein ganz lieber, ein ganz cooler Typ. Ja, ich mag den extrem gerne. Mir ist es vollkommen egal, ob er einen Mann liebt oder eine Frau. Das ist doch seine Sache. Das verändert ihn ja nicht als Menschen. Und wie gesagt, liebes Twitch-Team, falls ihr das jetzt gemeldet bekommt, das kann natürlich sein. Wenn ich ihn sehe, dann sage ich, ich zitiere jetzt, wie gesagt, und ich sage das nur zu ihm, das ist mein Freund, das darf ich zu ihm sagen, dann sage ich, na du Schwuchtel. Und er weiß aber, dass ich das als Spaß meine. Aber was ich in meinem privaten Umfeld mache, mit einem Kollegen, der schwul ist, ist nochmal was anderes, was ich auf Twitch mache. Der Kollege Hannes, so heißt er, der versteht das. Der hat damit kein Problem, weil er weiß, ich habe kein Problem mit seiner sexuellen Orientierung. Aber wenn ich es auf Twitch ausdrücke und in einem Livestream irgendwie sowas sage, dann kann es sein, dass das jemand meldet, der das nicht versteht und denkt, ich wäre schwulenfeindlich und dann kriege ich dafür Ärger. Das ist eine Thematik, die man erstmal verstehen muss und sich mit auseinandersetzen muss. Und da kann man nicht mit der I don't give a fuck Einstellung durch die Gegend laufen auf Twitch. Denn Twitch macht die Regeln und die muss man sich halten. Und wenn man sich nicht an die Regeln hält, dann muss man mit den Konsequenzen rechnen. Das ist neuerdings etwas verstärkter als früher. Und deswegen, warum ich das jetzt die ganze Zeit erzähle, deswegen möchte ich es auch erstmal mit den Random Duos abklären. Weil ich keine Lust habe, unnötig Ärger zu bekommen. Und an alle Leute da draußen, fühlt euch alle geküsst. Mir ist es egal, ob du Peter heißt und Peter auch einen Peter liebst. Oder ob du Lena heißt und du liebst eine Lena. Das ist mir doch vollkommen egal. Deine sexuelle Orientierung macht dich doch nicht zu dem, was du bist als Mensch. Der Charakter zählt.
Das ist das Wichtige. Der Charakter, das Menschliche zählt. Und ob du am Ende des Tages auf einer Lena reitest oder auf dem Holger, das ist mir doch vollkommen egal. Das ist mir doch vollkommen egal. Kannst doch machen, was du willst. Das ist doch ganz einfache Sache. So. Und das ist einfach Toleranz. Und wir leben in dem Jahr 2019. Und wer wirklich noch schwulenfeindlich ist, der hat halt einfach für mich den Schuss nicht gehört. Klar würde ich es auch nicht cool finden. Das ist ja ganz normal, wenn ich irgendwie unterwegs bin und mich würde auf einmal ein Mann am Hintern packen. So, das würde ich nicht gut finden, weil das mag ich nicht. Ja? Aber das ist ja auch nochmal komplett was anderes. Nichtsdestotrotz würde ich ihn deswegen dann nicht beleidigen oder whatever. Aber im Umkehrschluss würde ich es auch nicht cool finden, wenn, keine Ahnung, einfach... dann würde ich auch nicht cool finden. Wenn ich draußen bin und irgendeine Tussi wird mir an meinen Lörres fassen, würde ich auch nicht cool finden. Es sei denn, es ist Jappi. Jappi kann alles bei mir machen. Insofern auch da nochmal als kleiner Denkanstoß für die Leute, die jetzt vielleicht meinen Stream schauen und sagen, ja nee, wie kann man als Mann Mann leben, lieben? Ey, in den meisten Fällen haben sich die Leute das gar nicht ausgesucht, sondern sie haben einfach gemerkt, dass sie Frauen nicht sexuell erregend finden, sondern Männer. Und warum sollen sie sich dagegen wehren? Warum soll man sich dagegen wehren? Wenn man Männer liebt, dann liebt man Männer als Mann. Und wenn man als Frau eine Frau liebt, dann ist das so. Und wer wirklich deswegen Menschen verurteilt, der den Schuss nicht gehört. Natürlich könnt ihr das machen, jedem das Seine. Wenn ihr der Meinung seid, Männer dürfen Männer nicht lieben, dann ist das euer Denken und das ist auch euer Recht, das so zu denken. Aber aus meiner Perspektive lebt er noch in der Steinzeit. Aber sagen wir mal, wer in dem Jahr 2018, 2019 immer noch schwulenfeindlich ist, der Bruder, dem ist eigentlich auch nicht mehr zu helfen. Und meistens, das habe ich ja schon ganz oft gesagt, meistens... Ich erzähle euch mal ein Geheimnis. Meistens sind die Leute, die sagen, Männer dürfen Männer nicht lieben, das sind die, die sich abends ein auf dem Lesbenporno wichsen. Denk mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Religion verbietet es aber, dann solltest du aus deiner Sicht vielleicht mal überlegen, ob deine Religion vielleicht in dem Punkt falsch liegt. Ich bin sowieso Antichrist. Antichrist, ich sag's jedes Mal wieder, Atheist. Antichrist bin ich nicht, ich bin Atheist. Das heißt, mich interessiert Religion überhaupt nicht. Ja, Antichrist ist so hängen geblieben bei mir, weil es ein Album von Kaiserschnitt gibt, was Antichrist heißt. Deswegen sage ich immer, als erstes schon ein paar Mal im Livestream passiert, sage ich immer Antichrist. Nein, ich bin Atheist. Atheist heißt, ich distanziere mich von allen Religionen. Wohl eher Autist, ja, ab und an, Eric, bin ich auch mal ein bisschen Autist, ja.